Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich vielmals für die Einladung, heute Abend hier sprechen zu dürfen. Ja, leider haben wir die hier rechts angezeigte Ausstellung verpasst. Zumindest wahrscheinlich jeder von uns hier im Raum. Sie endete vor fast genau 61 Jahren, fast auf den Tag genau. 9. August, heute der 31. August. Wer sich mit der Frankfurter Kunstgeschichte der Zeit nach der Befreiung von der Diktatur der Nationalsozialisten beschäftigt, stößt auf Kreise Alt- und Neufrankfurter, die sich bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Standpunkte für die Wiederbelebung der Kunstszene einsetzten. Die Stadtverwaltung stand vor vielen Aufgaben, die Infrastruktur der zerstörten Stadt wiederherstellen, Wohnungslosen Obdach schaffen, Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und so weiter. Wenn wir die aktuellen Bilder und Berichte, die uns kürzlich aus Beirut erreicht haben, nach der Explosion, dann können wir vielleicht etwas ahnen, was das bedeutet haben mag. Mal gucken. Ja. An städtischen Hilfen für das kulturelle Leben war kaum zu denken. Institutionen wie die Frankfurter Oper waren zerstört. Die ihrer Sammlungen moderner Kunst beraubten Museen waren nicht in der Lage, an die Zeit vor der Diktatur anzuknüpfen. Während es in städtischen Gremien und an anderen Stellen personelle Kontinuitäten gab, blieben die Verluste durch vertriebene oder ermordete, kulturtragende und fördernde Persönlichkeiten des liberalen und insbesondere des jüdischen Frankfurter Bürgertums unersetzbar. Als Eberhard Steneberg mit seiner Frau Halina von Zabotin und ihrer gemeinsamen Tochter Bettina 1951 nach Frankfurt zog, fand er Orte vor, an denen er Kontakte knüpfen konnte. An der Städelschule fanden seit 1946 wieder Unterricht statt. In den Räumen des Städel zeigte der Frankfurter Kunstverein 1947 Frankfurter Kunst der Gegenwart und bezog 1948 neue Räume an der Eschenheimer Anlage. Anstelle der zerstörten Bibliotheken bot das Amerika-Haus im Rahmen des Re-Education Programs schon seit September 1945 Bücher zur Ausleihe und auch Literaturveranstaltungen an. Galerien wie das Frankfurter Kunstkabinett Hanna Becker vom Rath oder die Zimmergalerie Klaus Frank waren aus dem persönlichen Engagement ihrer Gründer 1947 und 1949 entstanden. Beide prägten das kulturelle Nachkriegsleben Frankfurts, indem sie das Schaffen der unter der Herrschaft der Nazis Verfemten wieder sichtbar machten, Künstler der nachgewachsenen Generation Ausstellungsmöglichkeiten boten, ja sogar den Blick über Stadt- und Landesgrenzen hinaus richteten. Doch werfen wir zunächst einen Blick auf Stenebergs Leben vor seinem Umzug an den Main. Kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs wird Steneberg am 14. September 1914 als Sohn einer Putzmacherin und eines Posamentenschnitzers in Weimar geboren. Er selbst beschreibt seine Kindheit als schöne, gesicherte und immer wieder aus Elterninteresse an Kultur wie bildende Kunst ans klassische Weimar herangeführt.
Schon mit 14 Jahren, also 1928, steht er in Kontakt mit sogenannten konservativen Künstlern, wie auch mit den in Weimar gebliebenen Bauhäuslern, und kann auch Lionel Feininger noch kurz vor dessen Emigration besuchen. Spätestens 1930 mit dem thüringischen Kultusminister Frick beginnt dort die Nazizeit. Das Bauhaus hat Weimar bereits 1925 verlassen müssen, jedoch nicht, wie hier in Frankfurt gehofft, an den Main, sondern an die Saale nach Dessau. In München lernt Steneberg Plakatmalerei, Porträt und Aktzeichnen, bis sein Lehrer Moritz Heimann als Jude seinen Lehrauftrag verliert und sich das Leben nimmt. Es folgt eine Zeit der Wanderschaft und Arbeitssuche, bis er von 1941 bis Kriegsende als Vermessungszeichner eingezogen wird. Aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft nach Weimar entlassen, findet er dort zunächst Arbeit als Dekorateur russischer Kasernen, direkt neben Buchenwald. Er hat vor allen Dingen Stalin-Porträts anzufertigen. Unterweisung durch die Maler Jost Schmidt und vor allem Fritz Henning prägen ihn, und er beschäftigt sich intensiv mit Hennings Theorie zur zentralen Morphologie. Zu Ende des Krieges führt er ein Kriegstagebuch. Darin verbirgt sich ein Schatz, den es noch zu heben gilt. Beim vorsichtigen Querlesen entdeckte ich eigene literarische Texte von ihm, mit Skizzen illustrierte Gedanken zu Künstlern, davon hier drei Beispiele, kommentierte Zeitungsausschnitte und vieles mehr. Da der Band äußerst fragil ist, habe ich nur die bereits publizierten Skizzen aus dem Steneberg-Katalog von 1988 übernommen. Nach einigen Stationen, die er durchwandert, zu sehen sind unter anderem eine schöne kleine Pflanzencollage aus der Eifel oder eine Federzeichnung aus Eppstein im Taunus, also ganz hier in der Nähe, lässt Steneberg sich 1947 in Baden-Baden nieder. Hier von der französischen Zone aus kann er Ausstellungen moderner Kunst in Straßburg, Basel und Freiburg besuchen. Es folgt jetzt ein kleiner Exkurs. Er lernt seine Frau Halina kennen und begegnet durch sie den Werken ihres Vaters Wladimir von Zobertin, der 1905 Russland verlassen hatte und gleichzeitig mit Elisitsky an der Technischen Hochschule Darmstadt studierte. 1908 wechselte er an die Karlsruher Akademie, wo er 1913 Meisterschüler von Wilhelm Trübner wird. Unter seinen Kommilitonen waren Karl Hubuch und Georg Scholz. 1919 erhielt Herbert Walden, der Begründer der Sturmgalerie, einen Brief, in dem stand, dass in Karlsruhe, ich zitiere, Herr Kollege Schlichter und Zabotin als die wahren Propheten und Vorkämpfer des Expressionismus gefeiert werden. Zabotin gehörte der Gruppe RU, einer Ortsgruppe der Berliner Novembergruppe, an. Er war Mitglied der Badischen und Darmstädter Sezession. Nach Beschlagnahmung seiner Werke war Zabotin nach Italien geflüchtet und nach Kriegsende in die USA emigriert. 1956 kehrt er nach Karlsruhe zurück, wo er 1967 starb. Durch die Beschäftigung mit Leben und Werk seines Schwiegervaters dürfte Stenebergs Interesse
sein Interesse an der russischen Moderne entdeckt haben. In einem handschriftlichen kurzen Lebenslauf schreibt Steneberg für die Jahre 1953 bis 1955, also den Beginn seiner Frankfurter Zeit, ich zitiere, Einarbeiten in abstrakte Malerei. 1951 kommt Steneberg nach Frankfurt und er schreibt, der Anfang dort war nicht leicht. 14 Jahre wohnte ich mit Frau und Kind in einem von mir primitiv ausgebauten Holzspeicher in Sachsenhausen, bis ich 1966 durch das Kulturamt eine solide Atelierwohnung in der Nordweststadt bekam. Als mir durch einen Unfall die linke Hand amputiert werden musste, fing ich an zu schreiben und begann mit dem Restaurieren alter Bilder. Auf diese Zeit muss wohl auch seine Freundschaft mit Hannah Lambrett zurückgehen. Die Inhaberin der bekannten Rahmenwerkstatt und später auch einer Galerie ist mit Frankfurter Künstlern und Galerien vernetzt und ihre Rahmungen finden Anklang. Ich zitiere, im Gegensatz zum bisherigen Zeitgeist waren ihre Rahmen nicht mehr pompös und opulent, sondern schlicht und stets hinter das Bild zurücktretend. So heißt es 2018 in der Frankfurter Neuen Presse. Einer ihrer bedeutendsten Aufträge dürfte die Rahmung der 14 Chagall-Skizzen zur Commedia dell'arte von Marc Chagall gewesen sein, die dieser Ende der 50er Jahre für das Frankfurter Schauspiel malt. Auch der Documenta-Gründer Arnold Bode lässt bei Hannah Lambrett Rahmen. Ihr Küchentisch als ein Treffpunkt für viele Kunstinteressierte. Zitat, zwischen Hannah Lambrett und Steneberg entstand eine lebenslange Freundschaft. Die beiden verband das Streben nach Freiheit und ein kritischer Geist, dessen Skepsis auch die zunehmende Amerikanisierung Westdeutschlands umfasste. Blicken wir nun auf die kulturelle Situation, wie sie sich inzwischen in Frankfurt entwickelt hat. Im Mai 1947 eröffnet Hannah Becker vom Rat ihre Galerie mit einer Käthe-Kollwitz-Ausstellung in der Kaiserstraße 5. Felix Musil hält den Eingang zu dem Gebäude in einer Federzeichnung fest, die wir hier sehen. Die Gründerin blickt 10 Jahre später auf die Atmosphäre zurück. Ich zitiere, Kunst inmitten von Entbehrung des Alltäglichsten, inmitten von Hunger und Not. Kunst, ein Weckruf. Zwischen Trümmern und Höhlen und Löchern, zu Häupten den Himmel, dem Regen, dem Schnee, der Sonne ausgesetzt, tastete man sich 2 düstere Treppen hoch mit ausgebrannten Stufen und zerbrochenem Geländer und fand sich dann mit einem Mal im überdachten, geordneten Raum, dessen Atmosphäre den Kontrast zum Draußen noch erhöhte. Eine gute Zeit für Kunst. Gerade die Entbehrung machte die Menschen empfänglich. Sie scheuten keine Mühe und gaben sich dem Schauen hin. Sie betraten das Neuland wiedergewonnener Meinungsfreiheit und offenen Gedankenaustauschs in Rückblick und Einblick, dankbar und freudig. Zitat Ende. Unter den Eröffnungsgästen sind unter anderem Eberhard Beckmann, Intendant des Sächsischen Rundfunks, die Schriftstellerin Marie-Louise Kaschnitz, der Frankfurter Altstadtvater Fried Lübecke und seine Frau, die Pianistin Emma Lübecke-Job, der Direktor des Städel, Ernst Holzinger,
und die Sammler Lilli von Schnitzler-Mallinckrodt und Helmut Gödicke-Meyer. Die unverkäuflichen Exponate der Ausstellung, also eine Galerie, die mit einer Ausstellung unverkäuflicher Arbeiten eröffnet, die Exponate stammten aus Gödicke-Meyers Kollwitz-Sammlung. Einnahmen werden durch den Verkauf von Eintrittskarten erzielt. Und daher wissen wir, über 2022 Gäste sehen die knapp 4 Wochen dauernde Ausstellung. Anfang 1949 kann das Kunstkabinett an den Börsenplatz umziehen. In eben diesem Gebäude an der Börsenstraße hatte der berühmte Kunsthändler Ludwig Schames in seinem Kunstsalon Künstler der heute klassischen Moderne entdeckt und gezeigt. Und bei ihm hatte Hanna Becker erste Werke ihrer Sammlung gekauft. Auch das Städel hat viele Arbeiten bei ihm erworben. An Schames erinnert sich auch Oskar Kokoschka 1950 im Gästebuch, wo er schreibt: Mit großer Freude wieder im Haus, wo ich entdeckt worden bin. Über viele Jahre hängt in der Eingangsvitrine Ernst Ludwig Kirchners Holzschnitt Kopf Ludwig Schames aus der Sammlung Hanna Becker vom Rad als Hommage an den Händler. Steneberg trägt sich erstmals im November 1951 ins Gästebuch des Frankfurter Kunstkabinetts ein, während einer Ausstellung des Wiesbadener Malers Otto Ritschl und des Bildhauers Erich Kuhn. Im Nachlass Stenebergs befindet sich ein gebundenes Notizbuch, in dem er über Jahre Anekdoten und Geschichten, so bezeichnet er auch das Buch, über russische Künstler, über Bauhäusler und andere schriftlich festgehalten hat. Viele davon fanden Eingang in seine späteren zahlreichen Veröffentlichungen. Unpubliziert sind meines Wissens nach bisher seine Schilderungen Frankfurter Begebenheiten und Künstler, aus denen seine pointierte Beobachtungsgabe spricht. Ich bringe 3 Beispiele und zitiere jeweils. Während einer Baumeisterausstellung hilft er im Kunstkabinett aus. Das müsste 1951 gewesen sein. Zitat: Ich stand auf einer Leiter vor dem Schaufenster des Frankfurter Kunstkabinetts, um im Lichtkasten die Birnen auszuwechseln. Man sieht da den Lichtkasten, wo Kunstkabinett steht. Da hörte ich, wie unter mir eine, ich nehme an, das Wort heißt Madame, zu ihrem Mann sagt, indem sie auf ein Bild von Baumeister deutet: Wenn ich so male könnte, wie der malt, da würde ich aber Bilder male. Undatiert, vermutlich aus dem Jahr 1954, notiert er zu dem Frankfurter Künstler Arthur Fauser. Der Maler Arthur Fauser sprach mir gegenüber seine Bewunderung für Picassos Potenz wie seine ewigen Zukunftshoffnungen aus. Wenn ich mal merken würde, dass meine Potenz nachlässt, so sagte Fauser, würde ich mich aufhängen. Da ich gerade am Packtisch vom Kunstkabinett stand, reichte ich ihm einen Strick und sagte: Da fangen Sie schon mal an. Er wurde weiß mit roten Ohren, blitzte aus den Augen und rannte dann zur Tür hinaus, die er zuknallte, dass alles schepperte. Von Hans Steinbrenner, dem Bildhauer, hält Steneberg vermutlich Anfang der 60er Jahre folgende Geschichte fest. Als Hans Steinbrenner, der Bildhauer, zu abstrakter Bildhauerei überging, fragte ihn Professor Holzinger, Direktor des Städelmuseums: Warum müssen Sie denn abstrakt arbeiten? Ist das denn nötig, die Mode mitzumachen? Steinbrenner setzt ihm den Ernst seines Wollens auseinander. Darauf Holzinger: Dann kann ich nichts weiter für Sie tun.
Ich denke, das gibt so ein bisschen auch einen Eindruck, wie Steneberg genau beobachtet hat. Es zeigt auch, dass er offensichtlich im Kunstkabinett immer wieder mit Hand angelegt hat. Und all die genannten Künstler stellten sowohl im Kunstkabinett wie auch in der Zimmergalerie Frank aus. Und damit möchte ich zur Zimmergalerie kommen. Klaus Frank erlebte von 1906 bis 1997, besuchte eine Kunstschule in Berlin. Nach dem Tod seines Vaters musste er das Studium aufgeben und findet nach seiner kaufmännischen Ausbildung eine Stelle bei der Barmer Ersatzkasse. Und diese Tätigkeit kann er nach dem Krieg in Frankfurt fortsetzen. In seiner Wohnung in der Böhmerstraße 7, und das ist jetzt ein Zitat aus dem 10-jährigen Katalog der Galerie, eröffnete Klaus Frank am 24. Juni 1949 eine eigenartige Ausstellung. Ausstellungslokal waren zwei Zimmer einer Privatwohnung, in denen sieben Maler ihre Bilder, sowie das Mobiliar Platz bot, an die Wände gehängt hatten. Der Gedanke, dort Bilder zu zeigen, wo sie normalerweise zu finden sind, nämlich in der Behausung eines jeden Einzelnen, Museen und Galerien sind ja Ausnahmefälle, leuchtete ein. Hinzu kam, dass vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg kaum andere Ausstellungsräume zur Verfügung standen. So heißt es im Katalogtext zum 10-jährigen Bestehen. Zu den Künstlern der ersten Schau gehören unter anderem Georg Heck, Heinz Kreuz, Siegfried Reich an der Stolpe, der übrigens dann auch in Hofheim lebte, Luise Rösler und Bernhard Schulze. Ein Bericht in der Zeitung Frankfurter Wochenschau fand es naheliegend, dass in Frankfurt nicht nur das von Fritz Raymond gegründete Zimmertheater, in Klammern, dessen anfänglicher Spielort übrigens das Kunstkabinett war, sondern auch eine Zimmergalerie habe, die aufzeigt, dass moderne Bilder sich durchaus mit altem Mobiliar vertragen können und die durch vielerlei Sitzmöglichkeiten ein intensives Betrachten der Kunstwerke zulässt. Im Kunstkabinett und in der Zimmergalerie finden neben den Ausstellungen Lesungen, Konzerte, Diskussionsabende und andere Veranstaltungen statt. Ein Beleg für das noch nicht nach Sparten zergliederte kulturelle Interesse der Nachkriegszeit, wie Jörg Döring im Katalog zur Quadriga-Ausstellung im Städel festhält und ergänzt. Man traf auf Gleichgesinnte und suchte einen allgemeinen Nachholbedarf zu stillen. Dies gilt übrigens gleichermaßen für die Frankfurter Jazzszene, für die unter anderem der Name Olaf Hutwölker steht, der in der Zimmergalerie wie im Kunstkabinett Vorträge hielt. Dazu zählt auch Horst Lippmann, ein weiterer Protagonist dieser Musikszene, der 1958 das deutsche Jazzfestival Frankfurt ins Leben rief. 1954 zieht die Zimmergalerie in die Filbeler Straße um und begründet im Folgejahr den regelmäßigen Herbst- und Frühjahrssalon. Und in diesen Räumen stellt Eberhard Steneberg 1956 erstmals in Frankfurt seine Gemälde aus. 1962 wird die Zimmergalerie geschlossen. Frank scheute sich nicht vor umstrittenen Künstlern und nicht vor provokanten Kunstäußerungen. Und trotz der Zeitumstände gelang es ihm, internationale Kunst nach Frankfurt zu holen, stellt Sigrid Hofer in ihrem Artikel zum Informell in Frankfurt fest.
1950 lässt sich Karl Otto Götz nach seiner ersten Ausstellung in der Zimmergalerie in Frankfurt nieder. Und er lernt Bernhard Schulze, Heinz Kreuz und Otto Greiß kennen, die bereits bei Frank ausgestellt hatten. Unter dem Titel Neue Expressionisten, irgendwie habe ich jetzt vergessen, weiter zu blättern. Entschuldigung, da sind die neuen Expressionisten. Unter dem Titel Neue Expressionisten zeigt Klaus Frank im Dezember 1952 die vier Künstler. Udo Remshardt, der bis in die 60er Jahre Ausstellungen für die Frankfurter Rundschau besprach, titelt seine Besprechung mit Quadriga malerischer Avantgarde. Und damit hatte die Gruppe ihren Namen. Obwohl sich die vier Künstler nicht als programmatische Gruppe verstanden haben. Eine andere Gruppe ist die Frankfurter Sezession, die sich 1953 im Frankfurter Kunstkabinett vorstellte. Darüber schrieb die Frankfurter Neue Presse: Diese jüngste unter den deutschen Sezessionen hat kein polemisches Ziel. Sie will in einer Stadt, deren Kulturleben unter einer unleugbaren gesellschaftlichen Strukturlosigkeit leidet, ein Fundament bauen, das eines Tages vielleicht zum Tragen kommen wird und die Zelle einer Malerschule wird. Entgegen dieser skeptischen Prognose wächst die Zahl von ursprünglich 7 Mitgliedern, Gottfried Diehl, Arthur Fauser, Georg Heck, Ferdinand Lammmeier, Erich Martin, Karl Rödel und Luise Rösler, bis 1963 auf 18. Die regelmäßigen Jahresausstellungen zwischen 1954 und 1965 finden mit Gästen im Frankfurter Kunstverein statt. Als Gäste beteiligen sich unter anderem Kurt Federlin, Hermann Göpfert, Hans Hartung, Hein Heckhoth, Georg Meistermann, Johannes Schreiter, Hans Steinbrenner und Klaus Steinbrenner. An der zeitweiligen Beteiligung der Quadriga-Künstler zeigt sich, dass allen unterschiedlichen Kunstauffassungen zum Trotz immer wieder ein interessengebundenes Zusammenarbeiten gab. Während wir bis zum Corona-Ausbruch kaum noch alle kulturellen Angebote bewältigen konnten, zogen damals die Kunstfreunde von einer Ausstellung in die nächste, um ja nichts zu verpassen. Die Künstler waren in mehreren Galerien und Gruppen vertreten. Noch war die Auswahl klein, der Bedarf groß und gegenseitiger inhaltlicher Austausch stand im Vordergrund. Aber auch nach der Währungsreform von 1948 dauerte es noch lange, bis sich für einige Künstler und einige ihrer Vermittler erste kommerzielle Erfolge einstellten. Wenden wir uns wieder Stenebergs Arbeiten zu. Neben den ehemaligen Bauhäuslern sind viele der Künstler, mit denen er sich Zeit seines Lebens auseinandersetzt, russischer Herkunft und leben im Exil. Er studiert ihre Werke und steht mit manchen in brieflicher Verbindung. Besucht 1956 einige von ihnen in Paris. In seinen undatierten Anekdoten und Geschichten, die ich vorher schon erwähnt habe, nehmen sie den meisten Raum ein. Sonja Delaunay, Kandinsky, Malevich und immer wieder Natalia Goncharova und Tatlin. Sie dürften erste Aufzeichnungen sein, die inhaltlich und stilistisch in seine späteren Publikationen Russische Kunst Berlin 1919 bis 1932 und
Arbeitsrat für Kunst Berlin 1918 bis 21 einfließen. Der Titel seines 1955 entstandenen Bildes, das blaue Quadrat, das wir hier mittig sehen, steht wohl für Stenebergs Beschäftigung mit Malevich. Unverkennbar ist dabei, dass er sein Quadrat in ein farbiges, mehrschichtiges Umfeld einbettet, während der Begründer des Suprematismus jede räumliche Assoziation vermied. Titel sind nicht unwichtig bei Eberhard Steneberg. Sie verweisen auf den Ursprung der Kompositionen, denen man ohne sie nicht ahnen könnte. Und doch leben die Bilder unabhängig von dieser Entstehung. Sie transportieren den Kern dessen, was Steneberg darstellen wollte, gänzlich enthoben den gängigen Koordinaten Zeit und Raum. So war es 2018 in der Frankfurter Neuen Presse zu lesen. 1957 hält Steneberg sich 3 Wochen in Moskau auf, beteiligt sich an der 6. internationalen Kunstausstellung im Moskauer Gorki-Park, wo seine abstrakten Bilder in der russischen Öffentlichkeit für großes Aufsehen gesorgt hatten, wie die Kunsthistorikerin Inge Wierda berichtet. 1958 malt Steneberg den Turm oben rechts, der sich nicht lokalisieren lässt. Zu dieser Zeit gab es noch nicht die Frankfurter Skyline, die uns heute vertraut ist. Auch ein anderes langjähriges Wahrzeichen Frankfurts, der Henninger Turm, war noch nicht gebaut. Wäre es daher möglich, dass Steneberg sich von dem nie realisierten Turm Moskaus, Tatlins Turm, anregen ließ? Betrachten wir etwa sein im gleichen Jahr entstandenes Gemälde Rotunde, oben links, so gibt es wiederum keinen Hinweis auf das 1949 als Parlament für den Bundestag geplante Gebäude, in dem sich jetzt der Hessische Rundfunk befindet. Wie 1925 die Idee scheiterte, dass das Bauhaus nach Frankfurt umziehen würde, so zerplatzten die Hauptstadtpläne für Frankfurt mit der Wahl Adenauers zum Bundeskanzler. Nach seinen persönlichen Erfahrungen der Unterdrückung während des Nationalsozialismus und der erneuten Unfreiheit unter dem SED-Regime wird Steneberg der Gedanke eines für die Demokratie vorgesehenen Ortes vielleicht beschäftigt haben. Zwischen 1957 und 1960 wirkte Steneberg im Auftrag des Schutzverbandes Bildender Künstler als künstlerischer Leiter der Galerie am Dom. Spätestens über diese Tätigkeit dürfte er Karl vom Rath näher kennengelernt haben. Der Kunsthistoriker wirkte seit 1950 als Kulturdezernent der Stadt Frankfurt. Zu seinen vordringlichen Aufgaben zählte der Wieder- bzw. Neuaufbau vieler Kulturinstitute, unter anderem das Goethehaus, das Holzhausen-Schlösschen, das Steinerne Haus für den Kunstverein, das Theater am Turm und die städtischen Bühnen. 1959 bezog das Stadtarchiv die Räume des Karmeliterklosters, in dem wir heute Abend hier versammelt sind. Mit den Berufungen von Karl Buckwitz als Intendant und Sir George Zolti als Generalmusikdirektor wollte er erreichen, dass die Wirtschaftsmetropole wieder ein musisches Profil entwickelt. Er beauftragte Soltan Kemeny mit den Goldwolken für die städtischen Bühnen, einem Werk, das lange Zeit auf Ablehnung in Teilen der Bevölkerung stieß.
um Chagalls Commedia dell'arte rechtzeitig zur Einweihung des Theaterfoyers präsentieren zu können, holte der Kulturdezernent die Arbeiten persönlich bei dem Künstler ab. Karl vom Rath hält gelegentlich Vorträge im Frankfurter Kunstkabinett. Doch als ein entfernter Neffe Hanna Beckers achtet er sehr genau darauf, jede Unterstützung ihrer Galerie zu vermeiden, die einen Verdacht sogenannter Vetternherrschaft erregen können. Während er zum Beispiel für den 10-Jahres-Katalog der Zimmergalerie Frank eine Würdigung über Klaus Frank schrieb, findet sich erst 1967, also zum 20-jährigen Galeriebestehen des Kunstkabinetts, ein Katalogbeitrag von ihm. 1959 beauftragen Karl vom Rath und Heinz Vogel Eberhard Stennerberg, die heute historische Ausstellung Beitrag der Russen zur modernen Kunst zu kuratieren. Das Plakat hängt ja vorne. Um einen Eindruck von dem Katalog zu geben, habe ich eine Doppelseite sehr groß vergrößert. Dadurch ist sie natürlich nicht ganz scharf, aber es zeigt so ein bisschen, wie Stennerberg den Katalog auch gestaltet hat. Wir können das große Thema, das ist ein Zitat jetzt von Karl vom Rath, wir können das große Thema, nämlich die russische Kunst, allerdings nicht vollständig zeigen, sondern nur einen ersten Versuch, ein Modell. Wir sind uns bewusst, dass es sich um ein Experiment handelt, das ein wenig abseits der sicheren Wege liegt, die die Veranstalter von Ausstellungen heute meistens gehen und die Öffentlichkeit und Presse von ihnen verlangen. Ist es nötig, vor Missverständnissen zu warnen? Fragt Karl vom Rath abschließend im Vorwort des Kataloges. Wir sind heute an viele Arten von Warnhinweisen gewohnt, auf Bedienungsanleitungen, Beipackzetteln, Zigarettenpackungen, aber vor einer Ausstellung? Wir dürfen den zeitlichen Kontext des Kalten Krieges nicht übersehen. Angst vor Russland, schon von den Nazis geschürt, setzte sich als Feindbild fort. Noch war die sowjetische Besatzungszone, so hieß die DDR zu dieser Zeit, zwar nicht militärisch abgeriegelt, doch Misstrauen herrschte auf beiden Seiten. Man geriet besser nicht in den Verdacht, mit dem Osten zu sympathisieren. Über die Vorbereitungen berichtet Inge Wjerda, Zitat, im November 1958 besuchte Stennerberg zum ersten Mal in Paris lebende russische Avantgardisten. Der Kontakt mit den in Paris ansässigen russischen Künstlern Natalia Goncharova, Michail Larionov, El Lissitzky, Ossip Zadkine, Antoine Pevsner, Pavel Mansurov und Sonja Delaunay-Terck führte rasch zu einer herzlichen und dauerhaften Freundschaft zwischen den deutsch-russischen Künstlern der Moderne. Es sei keine russische Ausstellung, schrieb denn auch Stennerberg in seiner Einleitung. Sie ist ein Aufzeigen der École Russe. Sie will verdeutlichen, wie stark die Kraft war und ist, die aus dem Russland Dostojewski kam, wie diese unser Leben mitbaute, sodass wir oft vergessen, dass der russische Mensch am schmal bemessenen Positiven unserer Zeit beteiligt ist. Der Widerstand gegen die neue Sicht
soll durch dieses Aufzeigen nicht erneut bestärkt werden, ein Thema der Kunst aber aufgezeigt und zusammengefasst, das bisher, wenn überhaupt, nur umschrieben wurde. Gezeigt wurden über 200 Bilder, Skulpturen, Entwürfe und Dokumente von 19 Künstlern von A wie Archipenko bis Z wie Zadkine. Im Katalog mit dem Verzeichnis der Exponate und Biografien hat jeder Künstler zusätzlich eine Doppelseite auf Kunstdruckpapier mit einer Abbildung und einem Zitat. Also das ist das, was ich hier versuche wiederzugeben, wobei natürlich auch die farbliche Gestaltung, wenn Sie dran denken, wir haben das Grün und Rot auf dem Plakat und außen auf dem Katalog, hier haben wir die grüne Schrift beim Zitat, in Rot die Namen der Künstler. Also ein anderes Zitat, etwa bei Goncharova: Wir brauchen als Russen nicht Tahiti. Wir suchten Freiheit. Paris, Berlin, Liberté. Jeder gab, Franzosen, Russen, Deutsche. Aber wir gaben Russland. Oder von Zabutin wird zitiert: Gegenstand oder Nicht-Gegenstand, letzten Endes geht es um jeden Fleck im Bild. Abgesehen von dem bereits beschriebenen historischen Aspekt hat mich der Katalog fasziniert, seit ich ihn das erste Mal in der Hand hielt. Er ist vielleicht auch Ausdruck eines gestaltenden Menschen, der sich so eng mit der Kunst und ihren Schöpfern verbunden fühlt, dass er nicht nur ihr Werk, sondern auch ihre Gedanken konservieren möchte. Der Katalog ist auf eine besondere Weise subjektiv und verrät damit auch etwas über den Kurator und seine Überzeugungskraft. Es wäre einmal interessant, den Reaktionen des Publikums nachzugehen, um das Gefühl der damaligen Zeit einzufangen. Ich weiß nicht, ob das Institut für Stadtgeschichte da Berichte hat. Für den Vortrag heute ist es jedenfalls zu weitschweifig. Aber es ist bestimmt ein interessantes Thema. Stellvertretend möchte ich die Kunsthistorikerin Jelena Hahl-Fontaine zitieren. Sie gehörte als Studentin zu denen, die von Steneberg persönlich durch die Ausstellung geführt wurden. Im Frankfurter Karmeliterkloster, genannt Rotes Kloster, empfing uns ein agiler, lebhafter Mann, schwarzhaarig, mit Spitzbart und glühenden Augen. Enthusiastisch erklärte er uns alles, stundenlang, wie mir schien. Ich war fasziniert. Frau Hahl-Fontaine stellt sich auch die Frage, weshalb interessiert sich Steneberg schon so früh gerade für diese Künstler? Weil er aus Weimar kam? Er war zwar zu jung für das Bauhaus, bekam jedoch indirekt über die Künstlerkontakte noch die Auswirkungen mit. Das Bauhaus war ja in vielen Aspekten die Fortsetzung der Moskauer Vereinigung für Kunst und Technik, wo der Konstruktivismus und der geometrische Stil erfunden wurden. Tatsächlich war von mindestens 1910 nicht mehr Paris, sondern Moskau und St. Petersburg die führenden Kunstzentren. Und da Steneberg in seiner eigenen Kunst schon früh zu diesem Stil sich hingezogen fühlte, wollte er gleich an die Quelle gehen, zu den russischen und anderen osteuropäischen Avantgardisten. Rückblickend auf die Zeit der deutschen Teilung sowie den Einfluss der amerikanischen Kultur und der antirussischen Politik
auf die Stadt Frankfurt am Main und ganz Europa, ist diese Geschichte jedoch äußerst bemerkenswert, da sie von einer denkwürdigen kulturellen Einmischung in die Politik des Kalten Krieges handelt, die sich 1959 auf Initiative eines Frankfurter Bürgers ergab. Soweit Frau Halfontaine. Leider habe ich keine Aufzeichnungen von Steneberg selbst über seine Ausstellungsvorbereitungen gefunden. Viele Exponate leihen ihm die befreundeten, in Frankreich lebenden Künstler persönlich aus, etwa Sonja Delaunay, Michael Larionov, Paul Mansurov oder Ossip Zadkine. Andere Werke kommen aus Museen, Galerien, von Erben und Sammlern aus Europa und den USA, wie im Katalog, dem Verzeichnis der Leihgeber, zu entnehmen ist. 13 Bilder und Skulpturen von Archipenko, Chagall, Jawlensky, Kandinsky und Poljakow müssen jedoch nur von Hofheim am Taunus in die Ausstellung transportiert werden. Steneberg kennt Hanna Becker vom Rat und auch ihre Kunstsammlung im Blauen Haus in Hofheim. Diese umfasste neben den deutschen Expressionisten auch einige Werke russischer Künstler. 1956 zeigte sie im Kunstkabinett einen natürlich auch unverkäuflichen Einblick in ihre Sammlung. Damit will sie, Zitat, gerade dem Kreis der Kunstfreunde aus Frankfurt und Umgebung als Anregung dienen, wie aus kleinen Anfängen langsam eine Sammlung sich bildet, die rein aus dem Interesse an der Entwicklung der verschiedenen Schaffensperioden des Künstlers entstanden ist. Dazu die unmittelbare Freude am Bild und an der Ausstrahlung vom Wandbild aus bis in die menschlichen Gebiete. Das Kunstkabinett zeigte damals 58 Gemälde und Textil- sowie Papierarbeiten von 29 Künstlern aus ihrer Sammlung. Mit dem 1921 nach Wiesbaden gezogenen Alexei Jawlensky war sie seit den 20er Jahren befreundet und hatte ihn bis zu seinem Tod 1941 wesentlich unterstützt. Auch wenn die Staaten jenseits des Eisernen Vorhangs auf ihren späteren Reiserouten fehlen mussten, war sie bereits 1932 der Einladung des damaligen deutschen Botschafters nach Moskau gefolgt. Nach den beiden ersten Dokumentas war Stenebergs russische Ausstellung die dritte, zu der Hanna Becker vom Rat so freizügig beitrug. Inzwischen waren auch viele jüngere Künstler in ihrer Sammlung vertreten, zu denen auch Steneberg gehörte, wie wiederum Jelena Halfontaine von Hanna Lambrett erfuhr. Zitat: Steneberg hat es immer abgelehnt, auszustellen und wollte vor allem nicht von einer Galerie abhängig sein. Er verkaufte gelegentlich privat, auch in Frankreich. Vor allem die bekannte Sammlerin und Mäzenin Hanna Becker vom Rat kaufte ihm für viel Geld Bilder ab, um ihn zu unterstützen und weil sie seine Arbeiten schätzte. Klaus Klemp ordnet die Kunst Stenebergs in kunsthistorische Kontexte ein. Stalinismus und Nationalsozialismus hatten den konstruktivistischen konstruktivistisch-dekonstruktivistischen Tendenzen fast zeitgleich in Ost und West die Existenzmöglichkeit entzogen.
dass das Entwicklungspotenzial einer geometrischen Kunst um 1932-33 aber noch keineswegs abgeschlossen war, das zeigten nach der Springflut des Informell die amerikanischen und westeuropäischen Kunstäußerungen der 60er und 70er Jahre, etwa bei Robert Morris, Donald Judd oder Erwin Herrich, auch wenn sie ihren Ansatz zeitbedingt neu formulierten. Eberhard Sterneberg hingegen suchte seine eigene künstlerische Arbeit direkt an den ästhetischen Kenntnis- und Entwicklungsstand der frühen 30er Jahre anzuschließen und von dort aus weiterzuentwickeln. Inzwischen kann Sterneberg mit seiner Familie die beengte Behausung in Sachsenhausen verlassen und erhält von der Stadt eine geräumige Wohnung in der Nordweststadt. Eine Wohnzimmernische hatte er matt königsblau angestrichen, um darauf kreuz und quer seine kleinsten frühen Bilder anzubringen. Wunderschön, erinnert sich Jelena Hahlfontaine. Hier in der Ausstellung sind die Wände weiß geblieben, aber durch die Hängung im Treppenhaus akzentuieren sie die Architektur des Gebäudes auf eine sehr lebendige Weise und gehen eine interessante Verbindung ein. In der Ausstellungsbesprechung der Frankfurter Neuen Presse ist von mindestens drei Phasen im Werk Eberhard Sternebergs zu lesen. Erstens, eine frühe, intensive, mit eher zurückgenommenen, gedämpften Farben. Später eine, in der seine Bilder zu leuchten beginnen, inspiriert von Robert Delaunay und dem Orphismus, dem er sich ganz nahe fühlte und den er als Ursprung der modernen Abstraktion empfand. Und schließlich eine Weiterentwicklung in eine noch stärker reduzierte, streng und zugleich verspielt, als treffen Pop-Art und Bauhaus aufeinander. Auf dieser vorletzten Seite meiner Präsentation sehen wir Beispiele dieser letzten Periode. Seit der Ausstellung Der Beitrag der Russen zur modernen Kunst hält Sterneberg zahlreiche Vorträge zu den Künstlerfreunden. Seine eigene Handschrift als Gestalter und seine literarische Begabung sind in einigen Veröffentlichungen dokumentiert. 1969 erscheint seine Abhandlung Russische Kunst, Berlin 1919 bis 1932. 1996 wird die Sammlung von Dokumenten und Kommentaren zum Arbeitsrat für Kunst 1918 bis 21 herausgegeben. Sterneberg stirbt 1996, 82-jährig, in Frankfurt. Seinen Nachlass legte er in die Hände von Hanna Lambrett. Seit ihrem Tod betreut ihr Sohn dieses Erbe. Die Grafikcollage Das neue Frankfurt fasst viele der besprochenen Elemente aus Sternebergs Leben, seine künstlerischen Ideen und seine Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte zusammen. Er ist in Frankfurt angekommen, spannt einen Bogen von der historischen Kulisse über die Stadt der 1920er Jahre bis zur Nordweststadt. Nach dem Ersten Weltkrieg formten fortschrittliche Kräfte das Stadtbild. Als Oberbürgermeister bot Ludwig Landmann das Klima, in dem Architekten wie Ernst May an den Kunstschulen Künstler wie Max Beckmann und Willi Baumeister, auch Frauen wie Ella Bergmann-Michel oder Margarete Schütte-Lihotzky ihre Ideen entfalten und verwirklichen konnten. Sie und viele andere prägten das kulturelle Stadtbild, das die Nationalsozialisten zerstörten.
Menschen wie Eberhard Steneberg, wie die im Vortrag erwähnten, sowie viele Nichtgenannte, trugen dazu bei, dass die Stadt am Main nicht nur als Banken- und Wirtschaftsmetropole wuchs, sondern auch ein vielfältiges kulturelles Profil herausbilden konnte. Dies weiterzuentwickeln, wird auch in Zukunft eine Herausforderung sein. Bleibt zu hoffen, dass auch weiterhin engagierte und kreative Persönlichkeiten Freiheit und Wege finden werden, daran zu arbeiten. Vielen Dank.